Hey ho und herzlich willkommen hier zurück im Wald mit so einer ganz komischen Person. Hab ich auch. Bombfeld. Feld. Ich glaube, erstmal reicht das. Das reicht, wollte ich gerade sagen. Dann finden wir nämlich schneller dieses Nebendorf hier immer. Weißt du doch, wo du irgendwo runtergegangen bist und erstmal Baumstämme hattest? So, warte. Mach's mal grün. Ich speichere mal. Nee, was grün. Rosa für das Hauptdorf? Rot. Gut. Ja. So, einmal speichern. Sieht ja hier ganz nett aus. Ist rosarot. Wenn man drauf geht, ist das rot. Wenn man wegguckt, wird es zu rosa. Zumindest bei mir. Finde ich interessant. Mauer. Die Mauer muss her, weg. Ich bin auch gerade dabei, die Mauer zu suchen. Die Mauer, wann? Da. Ich hab schon eine Mauer. So, ich würde aber eine etwas größere Basis bauen. Wobei, hier brauchen wir noch einen Eingang. Also bauen können wir das ja später oder vielleicht mal im Stream, dass wir uns das hier alles zusammenfahren. Aber ich würde erstmal so ein paar Grundsachen bauen, wie das Lagerfeuer. Das kann man nämlich hier schon mal platzieren. Was ganz, ganz wichtig ist, habe ich jetzt gerade gebaut. Die Falle. Natürlich. Sonst kommen sie, hier an und, plötzlich flump, ne? Ja, das wäre nicht so geil. So, das ist krumm, das geht so nicht. Ah, warte mal. So, ich habe nämlich drei Fische, die hänge ich jetzt hier schon mal auf. Und zwei Lurche. Achso, du hast schon Rack gebaut. Und zwei Kaninchen. Du hast hier schon Rack gebaut. Ich habe Rack schon gebaut. Jetzt hier mal was zu trinken. Das würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Der Rüstungsständer. Warte mal, kann man diesen Baumstamm nicht erstmal wegmachen? Na, ich glaube, die Stämme. Doch, das geht, man kann die wegmachen. So. Sieht nämlich gleich schöner aus. Ja. Und hier oben kann man dann nämlich ein Baumhaus hinbauen. Ja. Läuft. Meint richtig. Aber wir haben hier relativ wenig Sticks, sehe ich gerade, ne? Warum kann ich das so nicht platzieren?
Zack. Egal. Wir haben hier sogar einen kleinen Teich. Ach schön. Stell da meine Fahne hin. Beim Teich oder was? Ja, eine blaue, hellblau, für dass da ein Teich ist. So. Bloß Fähnchen. So. So, einmal kurz zur Basis zurückkommen. Hast du auch dran gedacht, einen Eingang für die? Ja, ich habe sogar zwei, dass man hier einmal gerade durchgehen kann. Okay. So. Fireplace. Wäre auch noch mal interessant. Ich wollte aber eigentlich erstmal Schädellampen hinstellen, damit wir hier Dauerlicht haben nachts. So. Da hinten laufen sie nämlich schon. Vorsicht, Vorsicht, hier sind ganz viele. Oh. Ich habe so ein leichtes Lebensproblem. Vielen Dank. Oh, ich brenne. Alter. Darfst du mich angreifen? Ich glaube, du hast gerade das Lagerfeuer zerstört. Kein Problem. Oh, da ist irgendwo einer, der wirft mit Feuer. Ja, er hat gerade seinen eigenen Mann angebrannt, das ist auch okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da, der da ist das. Ist nicht, mein Freund, ist nicht. Du greifst hier nicht weiter mit Feuer an. Du lebst noch? Ja, ja genau. Ich sammle hier gerade Steine und sowas zusammen. Nimm mal Medizin fressen. Ja, ich habe auch schon gar keine Rüstung mehr und so. So. Ja, dann werden wir vielleicht dann doch mal schnell die Mauer gleich machen am Tag. Wir können ja ganz schnell hier mit der Kettensäge alles niedermachen, das ist ja ganz praktisch. So, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Nee, wir verbrennen ja auch gerade genug Leute. Genau das. Achso, du brauchst nicht. Ja, ich versuche Lampen zu bauen. Aber erstmal Sticky sammeln. Na, hier.
Liegen überall welche? So. Ich. So. Kriege ich irgendwie. Ich würde mir jetzt ganz dreist erstmal Rüstung machen hier, weil in der Hauptbasis haben wir auch genug Knochen. Ja. Falls wir nämlich am Tag nochmal Besuch bekommen. Genau. So, die Schädel kann man ja noch gebrauchen, wenn wir noch so ein paar Lampen hier gleich machen. Können wir denn schlafen gehen? Nein, können wir nicht. Jetzt. Oh, da unten sehe ich schon wieder Licht. Achso, das bist du. Ja, ich laufe hier gerade rum und versuche noch ein bisschen was einzusammeln. Ja, ich hatte erst nur Licht gesehen und dann plötzlich hat dein Name aufgeploppt. Ja, ich laufe hier gerade rum. Plötzlich war der Name da. Und man sieht halt so viel Licht. Ich brauche noch ein paar Stöckchen. Ja, ich bin auch gerade dabei zu sammeln. Kann ja Gott sei Dank 20 Stöcker tragen. Kriegt man eigentlich was zurück, wenn man den Bau abbricht? Ja, ne? Ja, ich glaube, dann fallen ein paar Sachen wieder raus. Das ist erstmal unwichtig. Das stimmt oder? Allerdings. Ja. Schildkrötenschale habe ich leider nicht. Ich baue hier auch noch mal eine Lampe hin. Komm, hier. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Genau, mache ich hier mal an der. Das ist ein guter Plan. Ich baue hier hinter mal eine Lampe. Hallo, visier das an jetzt. Ach, das Größere kann man auch später. So. Schau ich mal, dass ich hier mal ein bisschen was anderes so aufgebaut kriege. Ja. Was machen wir denn da? Eigentlich ist das ganz witzig, ne? So. Ah, bisschen. So eigentlich ganz okay, oder? Oder stört es sich da? Nee. Ich würde die woanders bauen. Ich würde einmal drumherum diese Mauerbefestigung bauen, so wie wir es auch am Strand haben. Ach so, diese. Ja, und dann halt Fallen dazwischen, Dinger. Dann diese Spitzen. Ja. Das war ja nur ein Vorschlag. Ja, ist. Fräulein Penibel. Aber das hat in dieser einen Basis halt nicht funktioniert, deswegen. Fräulein so, Penibel. Wir können schlafen, dann würde ich jetzt mal schnell schlafen gehen. So, warte. Ja. Was war das denn jetzt? Ups. So, ich speichere einmal. Ich mache erstmal hier
wird erstmal ein Dings speichern. Warst du ja, das? Dann, ja, das kann sein. Dann... Nee, warst du nicht. Hier sind drei, vier, mindestens vier Leute. Vier. Der eine dreht sich in Dalaran im Kreis. Ja, genau, komm mal aus der Basis rausgesprungen. Oh, wie lange brauchst du denn, bis du tot bist, mein Freund? Hihihi. Nebenbei, während einer zuguckt, eiskalt erstmal eine aufs Feuer geschmissen. Das mache ich auch gerade. Da hinten kommen schon die nächsten. Das war eine schlaue Idee, war hier so das zu machen. Wenn wir die Befestigung erstmal gebaut haben, dann schon. Nehmen wir erstmal die Leiche mit. Nein, das Feuer ist aus. Ich brenne. Moin. Hier ist noch so einer. So ein Pyromane. Bisschen aufpassen, mein Leben ist nämlich nur noch halb. So, erstmal das Häschen noch mitgetötet. So, jetzt liegen hier ja irgendwo noch Leichen rum. Ja, irgendwo. Überall. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Chihiro nicht ins Feuer reinrennen. Noch schnell die Bären snacken hier. Da sind schon wieder die nächsten. Vorsicht hinter dir. Ich sag noch Vorsicht hinter dir. Nix da. Fräulein Schnürschuh. Na, bist jetzt tot? Das Feuer schon wieder aus, ey. Die ganzen Knochen erstmal aufsammeln, weil ich nicht ans Feuer rankomme. Schön erstmal ihren Furz anzünden. Mann, das brennt aber. Wollen wir jetzt vielleicht mal schnell ganz viele Bäume sägen, bis so lange die weg sind? Ich würde die in die andere Richtung schmeißen. Nicht, dass ich das Ding irgendwie was kaputt macht. Ich fäll das neben die Basis. Ja, kipp doch um.
Junge, ich habe eine Kettensäge in der Hand. Vorsicht! Weg da! Der lebt ja noch. Schnapp mal mir mal die ganzen Bäume. Fangen wir an, hier schon mal ein bisschen was aufzubauen. Oh Mann, Alter. Ist er jetzt endlich tot? Ja, jetzt ist er tot. Verdammt, ey. So. Schön schon mal anfangen hier. Eine Mauer nach der anderen. Hochzuziehen. Ja. Die ganzen Knochen hier mal wegmachen. Ich komme nicht ins Lagerfeuer ran. Na komm. Ja, die Kettensäge ist schon geil. Da klaut die mir unterm Arsch den Baumstamm weg. Ups. Ist ja wohl gar nicht hier. Ich würde vielleicht schon mal anfangen, bei denen, die fertig sind, die Befestigung unten zu bauen. Dann mach du das. Und ich mach währenddessen weiter Baumstämme. Genau, ich muss es nur mal finden hier. Hier ist irgendwas anderes hier. Ich doch einen Baumstamm. Da hinten ist auch schon fertig. Das bietet sich dann zumindest im nächsten Stream an, das hier vernünftig zu befestigen. So. Boah, es ging noch eben auch. Spiel. Nehmen wir ein bisschen Bären. Nehmen wir ein paar Bären, die hier noch wachsen, futtern. Hä? Okay. Haben wir jetzt schon alle verbaut? Anscheinend. Kann sein. Was erstmal nicht schlecht ist, werden wir jetzt vielleicht schon mal diese Hochgehfallen platzieren. Baum fällt. Oh, das ist jetzt ein bisschen nicht nah. Ernsthaft. Jetzt hat er sich im Flug gedreht. Ups. Ja, er hat einen Teil der Mauer wieder eingerissen. Ah, kein Problem. Ja, dann mach ich das jetzt in Richtung von dem Felsen, weil sonst dreht er sich ja wieder überall. Ja, muss ich mal wegmachen und
So. Nun habe ich wieder ein paar Baumstämme hier. Ach so. Ja, ich hake hier gerade mal das. Wow! Mich das nach oben geworfen. Schnell die Beeren hier essen. Aber nicht alle, würde ich sagen, ne? Was? Nicht alle Baumstümpfe hier weghauen. Nee. Ah, ich höre schon wieder. Ich habe auch schon wieder ganz viele gehört. Ja. Ah, hier. Da links. Links kommen sie. Ja, von rechts kommen auch welche. Aber das sind die kleinen, die grauen kleinen. Die erinnern immer ein bisschen an diesen einen aus Herr der Ringe, dieser eine, weißt du, dieser kleine. Mein Schatz! Weißt du? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Gollum. Gollum, genau. Weißt du was? Wir bauen jetzt hier einfach noch eine Tür ein. Schön erstmal anzünden. Oder ein Fenster. So ein Fenster ist doch auch nicht schlecht. Durchs Fenster abhauen oder was? Ja, damit man schon mal ein bisschen ausspähen kann, was hier so abgeht. So, dann baue ich mal Schutz von der Seite. Hier nämlich schon der nächste fertig. Hier ist der Eingang. Nächste fettig. Nächste fettige. Das nächste Fettige, ja. Und noch eins fertig. Wir sollten uns McDonald's nennen. Nein, ich mache kein Unternehmen schlecht. Warte mal, ich baue die falsch rum auf, oder? Scheiße. Warte mal. Ja. Verdammt, ey. Der kleine Ast, der muss nach außen zeigen. Dieser kleine Ast, der am Boden liegt. Ich bin dabei. Ich korrigiere das. Bedenke aber, dass für uns auch noch Platz zum Zwischenlaufen Ja. muss sein muss, ne? Ich muss die auch noch mal alle abreißen, leider. Da ist noch ein Baumstumpf. Dann glaube ich, habe ich soweit erstmal die. Bald ist auch mal Feierabend wieder, ne? Ja, in 8 Sekunden. Oh. Gut zu wissen. Das wird ja eine nette Stream-Aufgabe hier. Fand das jetzt mal sehr episch. In unserem Fenster ist gerade eine Möwe reingeflogen, hat sich direkt ins Fenster gesetzt und ich mit Pfeil und Bogen erstmal flupp. Weg. Nee, Zielschießen, nenne ich sowas. So, nebenbei, Ups. wir sind am Ende. Wir sind am Ende mit den Nerven. Das sowieso.
Und deswegen würde ich sagen, war's das für diese Folge wieder mal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Mit der komischen Person da und mir. Der Ja. noch komischereren Person. Hallo. Ich habe gerade mich als die noch komischere Person bezeichnet, aber okay. Ach so, dann ist gut. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Levers und Ja, auch vielen Dank fürs Zuschauen und dann schauen bis zum nächsten Part.